Hi und herzlich willkommen bei Sam Tested. Heute für euch mit einem Incubus 300. Wir schauen uns heute diesen schicken kleinen Designwürfel mal etwas genauer an. Ich werde euch nicht mit Benchmark-Daten oder irgendwelche Analysen zuschmeißen, denn dieses Gerät möchte keine Leistungsdisziplin gewinnen. Wir gehen aber erstmal rüber auf die andere Seite und schauen mal, was in dem Karton noch alles so Schönes mit drin war. Da haben wir hier eine wirklich hübsche Anleitung. Wir sehen hier schon, die Geometrie wurde etwas mit aufgenommen und schauen auch mal ein bisschen rein. Wir sehen hier, das wurde wirklich mit sehr, sehr viel Liebe alles gemacht. Das ist nicht nur einfach ein Handbuch, man sieht, dass das wirklich handmade ist. Das fühlt sich schön an, das ist groß, das wirkt einfach wirklich toll. Dann haben wir da drin ein paar kleine Flyer. Ich gehe mal davon aus, dass ich diese nur drin habe, da ich einen Testcubus habe. Da drinnen sehen wir aber nochmal unterschiedliche Modellvarianten, die zur Verfügung stehen, denn ihr könnt euch das Gerät natürlich auch personalisieren. Dann ist da noch ein kleiner schwarzer Karton. Tada! Da drinnen ist ein WLAN-Adapter für die Reichweite, um diese zu erweitern mit zwei kleinen Schraubklemmen. Ich brauchte keine, das hat bei mir ohne sehr, sehr gut funktioniert. Ihr könnt euch aber natürlich auch kleine Stabantennen kaufen. Dann haben wir für die Garantie- und Informationskärtchen hier nochmal, wo auch wieder das Logo mit aufgegriffen wurde, und HDD-Protektoren. Das packen wir mal beiseite und packen das darüber und gehen mal auf dieses kleine schicke Kärtchen ein. Sieht aus wie eine EC-Karte, fühlt sich hochwertig an, wie Aluminium. Hinten nochmal dieser Würfel auch wieder drauf wie vorne. Und dann steht hier wichtige Daten. Denn das kleine Ding oder die kleine Karte ist ein USB-Stick. Das ist wirklich ein nettes kleines Gimmick. Man sieht, dass da einfach so ein bisschen Liebe drin steckt. Das fand ich sehr, sehr cool. Bei mir war da Windows 10 drauf, sowie ein paar Produktbilder. Ich gehe mal davon aus, sofern man Windows sowieso mitbestellt, kriegt man diese garantiert immer mit dabei. Dann haben wir hier einen kleinen Schlüsselanhänger, wo auch nochmal das Incubus-Logo wiederzufinden ist. Mit zwei kleinen Schlüsseln. Die sind dafür da, um den Festplattenkäfig zuzuschrauben. Fand ich auch sehr cool. Also ihr seht, die linke Seite hier, oder ich glaube, bei euch wird später auf dem Display rechts sein, ist schon sehr, sehr schön. Auch bei der Verpackung sehen wir hier in Cubus überall diese Geometrie mal etwas mit aufgenommen. Und der war auch wirklich schön innen drin verpackt. Aber nun gut, weg von den Verpackungsgeschichten. Wir wollen rüber zu den Incubus. AMD A10, 8 GB, 120 GB SSD, 1 TB Festplatte und ein F88er Mainboard von ASRock sowie Nokota-Lüfter verbaut. Vorne haben wir ein kleines Emblem, was aussieht wie Holz, ist leider nur geklebt. Von weiter weg fällt das aber gar nicht auf. Dann haben wir den An- und Aus-Knopf. Auf der Seite haben wir nichts. Blanko, 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 Blanko. Das heißt, ihr seht, ihr habt wirklich einen schicken Würfel im Format 21, 21, 21. Quadratisch, praktisch, gut. Ich würde fast sagen, optisch auf jeden Fall ein Highlight. Komponenten wurden wirklich gut gewählt. Da wurde nicht irgendwie was genommen, was einfach nur günstig ist, um viel Geld zu erzielen, sondern man hat hier wirklich ein cleveres Mainboard genommen, optischer Ausgang SPDF, HDMI aus und HDMI Eingang, USB 2.0, 3.0, WLAN sowie noch zwei Monitoranschlüsse SFX Nextel und für die Festplatten die Einschübe. Dieses Mainboard wurde so gewählt, dass man diesen Kasten auch einfach vor dem Fernseher stellen kann. Man hat einen HDMI Ausgang, das ist natürlich sehr, sehr schön. Dann kommt hier dieser kleine Schlüssel zum Einsatz, wo wir dann so gesehen, wenn wir jetzt hier zwei Festplatten 2,5 Zoll noch einbauen wollen würden, könnten wir dieses tun und hier natürlich fest und zuschrauben. Fand ich sehr, sehr cool. Unten haben wir dann den großen Lüfter und dahinter verbirgt sich dann der kleine CPU-Lüfter. Das ist sehr clever gemacht, so zieht die Luft nämlich hier rein und unten gleich wieder raus. Hier haben wir die Gumminüpsel, schade, dass da nicht direkt Chrom mit bei waren. Die muss man sich leider extra bestellen. Das würde natürlich nochmal eine Nummer schicker aussehen und dann mit weißer LED-Beleuchtung. Das ist alles möglich, dann habt ihr einen wirklich schicken Cubus. Hinten haben wir hier
4, 6 Schrauben, dann könnt ihr rein, dann kommt hier diese gefräste Aluminiumplatte, wo auch nochmal hier dieses kleine Incubus-Logo wieder gefräst wurde, sehr, sehr cool. Könnt ihr die abnehmen und kommt dann in das Innere der Hardware. Leider war es ein bisschen schade, dass die Kabel da so ein bisschen rumgeflogen sind. Der Cubus ging aber auch schon durch 2, 3 Hände. Ich weiß nicht, ob das Norm ist. Ich hätte mir gewünscht, wenn da irgendwie so 2, 3 Kabelbinder noch mit drin wären, dass das einfach ein bisschen schöner ist. Aber man macht ihn ja sowieso nicht alltäglich auf. Das heißt, man sieht das ja sowieso nicht. Rüber zu den Leistungen, zu den Leistungsdetails von diesem kleinen Cubus. AMD R10, APU also vorhanden. Bei Intel hat man ja auch eine APU, aber die ist ja immer ein bisschen leistungsschwächer als eine AMD-APU. Und mit der AMD-APU kann man natürlich auch mal ein bisschen was spielen. Counter-Strike Go oder Office funktionierte ohne Probleme, sowie auch mal ein bisschen neuere Spiele, natürlich nicht in 4K und nicht auf 120 FPS auf Ultra, sondern einfach Low bis Mittel 720p oder Full HD war immer kein Problem. Das heißt, für Gelegenheitsspieler oder wirklich Anwälte, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, die viel im Büro mal gerne sitzen und einfach mal so für 5 Minuten abschalten wollen, vielleicht bei einem kleinen Spiel, können sie das gerne tun. Denn diesen Cubus stellt man sich sehr, sehr gerne auf dem Schreibtisch. Er sieht wirklich schick aus, man kann sich den selber designen, so ein Cubus in Kirschbaum-Design. Oh, Leute, Hammer! Und dieses Gerät könnt ihr euch einfach überall hinstellen. Sei es auf dem Anwaltstisch, sei es auf dem Maklertisch, sei es in einer Coach-Schmiede oder so. Das Ding macht einfach was her. Und das ist dieser Show-Effekt, der Wow-Effekt. Dieser war bei mir wirklich vorhanden. Ich habe das bei mir im Büro mitgehabt und habe den da stehen gehabt. Und die Leute, die kamen bei mir rein ins Büro und dann, wow, cool, was ist das denn? Und dann hat man denen das erklärt. Holz, 21 ganzer Rechner drin. Und dann waren die natürlich sofort immer begeistert. Aber vom Preis war natürlich nicht jeder immer so begeistert. Denn 1500 Euro ist natürlich eine Stange Geld. Wir haben uns natürlich gegenwärtig auch einmal alles ein bisschen ausgerechnet. Klar kommt ihr, wenn ihr das selber macht, günstiger weg. Wenn ihr jetzt so ein Standardgehäuse nehmt, so ein hässliches Gaming-Gehäuse oder so ein Aluminium-Fratzen-Ding, da gibt es ja mittlerweile so viele. Lian Li hat noch 1, 2 schöne Designer-Teile, die kosten dann aber auch richtig Kohle. Und hier bezahlt man halt einfach die Entwicklung und das Design und einfach die Mühe und diese kleinen Gimmicks, das bezahlt man einfach mit. Das ist wie wenn man irgendwo auf Usedom auf einer Insel ist und sich ein schönes Andenken mitnimmt, da bezahlt man auch gerne mal 10 bis 15 Euro mehr. Und hier ist es einfach auch der Fall, dass ihr einfach nur für das ganze Paket etwas mehr bezahlt. Und das finde ich nicht schlimm, denn dieser Kasten hat einfach immer einen Wow-Effekt gehabt. Das war wirklich ein schönes Gefühl. Jeder hat immer gefragt, was ist das denn? Und das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Nicht nur mir, sondern auch anderen Menschen. Die Zeit mit den Incubus war natürlich auch arbeitsreich. Das heißt, ich habe mit diesen Incubus auch etwas gearbeitet und mehrere Tabs aufgehabt, Chrome, Word, so einfach so ein paar Sachen mal ein bisschen durchgespielt, so ein bisschen gemacht. Er wurde nie wirklich laut. Die Lautstärke war wirklich immer homogen und angenehm, man konnte damit wirklich sehr, sehr schön arbeiten. Es war nie wirklich ein Störfaktor und er hat wirklich alles ohne Probleme gestemmt, das, was ich daran gemacht habe. Auch Photoshop lief sauber und ordentlich, da gab es nicht irgendwie, wo man sagen würde, wow, jetzt war es mega anstrengend. Das macht natürlich auch die SSD, die beschleunigt diese ganzen Datenverarbeitungsgeschichten natürlich auch nochmal gut. Ihr könnt aber euch die Hardware natürlich nur etwas konfigurieren, zum Beispiel ein i5 reinpacken oder ich glaube sogar ein i7, momentan noch die ältere Generation, aber ich gehe mal davon aus, dass es bald auch ein Upgrade gibt zu Kaby Lake. Ihr merkt schon, ich streiche diesen Würfel hier die ganze Zeit, weil sich das einfach, das fühlt sich, das ist alles schön, das macht Spaß, dieses Gerät einfach da zu haben. Es war wirklich toll, so ein Gerät mal wirklich live vor Ort zu haben. Ich stelle mir dieses Gerät wirklich auch in schön vielen anderen Optionen vor. Ihr könnt das wirklich überall hinstellen und es ist einfach dieser Charakterismus, wow, der einfach damit aus, der sich da einfach durch den Raum verteilt. Ja, das war's bei Sam Tested. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne. Ich probiere den Hersteller gerne alles aus der Nase zu ziehen und zu gucken, dass ich alles an Informationen irgendwie
für euch an Land bekomme. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Stellt sie einfach unten. Kommentiert, liked, favorisiert, abonniert meinen Kanal. Ich hoffe, ich sehe euch auch im nächsten Video wieder. Ich bin momentan dabei zu probieren, es ein bisschen regulierter zu machen, dass die Videos einfach wöchentlich folgen, denn ich habe wirklich noch viel Stuff für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht den Like. Adios und bis zum nächsten Mal. Aber hier sieht man einfach immer unterschiedliche Leitungen. Und das Design und alles. Und daher finde ich das auch wirklich in Ordnung. Da haben wir das Handmuster. Alter, könnt ihr mir nicht mal auf den Sack gehen? Oh Mann, ey.